Witness, I want to ask you first about the Athenia episode. I take it you agree that the article in the Völkischer Beobachter was thoroughly dishonorable, lying, and discreditable. Ich habe nichts in Deutsch gehört. Danke schön. I'll repeat my question. With regard to the Athenia, do you hear me now? Ich kann jetzt verstehen. With regard to the Völkischer Beobachter article on the Athenia, do you agree that it was a thoroughly dishonorable publication? Ja, ich stimme darin überein, dass es eine unehrenhafte Veröffentlichung ist. Unwahre und unehrenhafte Veröffentlichung. Perhaps if you keep your headphones on, I have a number of questions to ask you, I'm afraid. It might be more convenient for the work we have to do. And you say that the defendant Raeder thought it was dishonorable. Genau so. What action did he take to manifest his displeasure? Er hat in diesem Falle die Staatsinteressen höher geschätzt als einen Zeitungsartikel. Die Staatsinteressen, die darin lagen, auf keinen Fall es zu irgendwelchen Komplikationen mit den Vereinigten Staaten kommen zu lassen. That appears to be a characteristic on the part of Raeder that runs throughout the history from 1928 to 43. That throughout he put what he thought were the interests of the Nazi state before conditions of morality, honor, and public decency. Is that not so? Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat in diesem Falle immer gehandelt, wie ein guter Patriot es immer tun würde. You see, with regard to the invasion of Russia, for example, you've said to the tribunal that on both moral and strategic grounds, Raeder was against the invasion of Russia. Why didn't he resign? Ich muss ihn darauf erst erwidern, die Antwort von Hitler auf seine Vorstellung gegen einen Krieg mit Russland, die dahin gingen. Erstens, er sehe einen Konflikt, einem Konflikt auszuweichen, keine Möglichkeit mehr. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, aufgrund der persönlichen Einstellung, die er, Hitler, von dem Besuch Molotows gehabt habe, der inzwischen gewesen war, inzwischen meine ich, zwischen der Weisung und der Ausführung. Zweitens, die Tatsache, dass angeblich die Wirtschaftsverhandlungen von russischer Seite nicht nur schleppend ausgeführt wurden, sondern, wie Hitler sich ausdrückte, in erpresserischer Form. Und drittens, dass, wie ihm gemeldet sei vom deutschen Generalstab, der russische Aufmarsch so bedrohliche Ausmaße angenommen hätte und er, Hitler, den Zeitpunkt des Zuschlagens von der anderen Seite nicht abwarten könne, aufgrund der Luftgefährdung von Brandenburg mit der Hauptstadt und der schlesischen Industrie. Da musste Raeder selbstverständlich einsehen, dass er diese Argumente weder widerlegen konnte, noch dazu in der Lage war, das Gegenteil zu beweisen.
You're not suggesting that you thought that the war between Germany and Russia was a defensive war so far as Germany was concerned, are you? Nein, wir waren der Ansicht, dass die Forcierung und Ansammlung der Truppenmassen auf beiden Seiten eine solche Zuspitzung erfahren hatten, dass der Zeitpunkt zur Entladung dieses Gewitters nicht mehr in allzu weiter Ferne lag. Und dass selbstverständlich vom soldatischen Standpunkt aus jeder, wenn er einen Konflikt für uns vermeidlich sieht, die Vorteile des ersten Zuschlagens auf seiner Seite haben will. The invasion of Russia was a brutal aggression on the part of Nazi Germany. You admit that now, do you not? Ja, das gebe ich zu. I want you to turn your mind for a moment, if you will, to the document L79, which is in the British document book 10 at page 74. That is those are the minutes of the Hitler conference on the 23rd of May 1939, which you discussed in your evidence in chief this morning. I take it you have read those minutes, witness? You've given him a copy. Ich darf sie mir eben einmal ansehen. You remember? Ich kenne dieses Protokoll bis zu diesem Augenblick nicht. Wenn ich dazu gefragt würde, müsste ich es mir ganz durchlesen. Well, you needn't trouble to do that, witness. You gave evidence this morning as to Raeder's discussion with you about this conference. Did Raeder tell you that Hitler had said on the 23rd of May 1939, for instance, there is no question of sparing Poland, and we are left with the decision to attack Poland at the first suitable opportunity. We cannot expect a repetition of the Czech affair. There will be war. And then, further, at page 76 of the report, the Führer doubts the possibility of a peaceful settlement with England. We must prepare ourselves for the conflict. England is our enemy, and the conflict with England will be a life and death struggle. And then the next paragraph but one, the Dutch and Belgian air bases must be occupied by armed force. Declarations of neutrality must be ignored. And now, I'm suggesting to you that those statements of Hitler's represented Hitler's considered policy, and that policy was in fact carried out in the field of action. Is that not so? Ich muss zunächst einen Irrtum berichten. Ich dachte, Sie hätten mir ein Protokoll vorgelegt von Russland und nicht dasselbe von Polen. Ich habe es heute in einer anderen Schrift gesehen. Meint, es wäre ein anderes Protokoll. Wenn es dasselbe Protokoll ist, was ich heute Morgen erwähnte, muss ich dazu nochmal ausführen, dass Raeder ja diese Auffassung der Niederschrift von Schmund nicht geteilt hat, in dieser kriegerischen Form. Well, just one moment, witness, if you please. I've read out certain extracts from that document, which I take it you heard interpreted. Do you agree with me that those extracts represented Hitler's considered policy at the time, and that policy was in fact carried out in the field of action?
If you keep your headphones on, I know it's difficult. Just move them back if you wish to talk. Now, see if you can answer my question. Ich möchte dazu sagen, dass Hitler ja mit seinen Ansprachen einen besonderen Zweck verfolgte. Er sah in der Kriegsvorbereitung ein politisches Druckmittel. Und er hat ja seinerzeit mit diesem Wort Nervenkrieg, das ja nicht nur in Deutschland, sondern durch den Äther über alle Grenzen Europas ging, ja versucht, ein Mittel der Kriegsverhinderung wie des Druckes. Dieses Dokument enthält ja in sich schon die Widersprüche, die darauf schließen lassen, dass er es selbst gar nicht ernst gemeint haben kann, dass es zu einer kriegerischen Entwicklung kommen kann. Ich könnte Ihnen es nachweisen, indem ich zum Beispiel sage, er sagt, der Generalstab oder die Generalstäbe dürfen mit dieser Frage nicht befasst werden. Zum Schluss heißt es aber, die Wehrmachtsteile müssen sich zusammentun zum Studium. Er sagt, ein Krieg mit Polen darf auf keinen Fall einen Krieg mit England zur Folge haben. Die Politik muss dafür sorgen. In dem nächsten Absatz heißt es, wenn es aber zu einem Krieg kommt, führe ich kurze, harte Schläge durch für die Entscheidung. Im nächsten Absatz heißt es wieder, aber 10 bis 15 Jahre muss ich mich vorbereiten. Und zum Schluss heißt es, an dem Bauprogramm der Marine wird aber nichts geändert. Wenn also damals Hitler an dem Ernst seiner Ansprache geglaubt hätte, die dahin ging, dass in kürzerer Zeit eine kriegerische Auseinandersetzung mit Polen bevorstand, dann hätte er nicht argumentieren dürfen, erstens, es hat Zeit bis 1943, zweitens, für die Marine ändert sich überhaupt nichts dran, sondern dann musste er sagen, zu Räder, zumindest unter vier Augen, bereiten Sie mal ganz hastig und ganz schnell ein starkes U-Boot-Programm vor. Ich weiß nicht, wie die Dinge laufen. But it is a fact that at about this time the Fallweiss operation was being prepared to the very last detail, was it not? That was the operation against Poland. Die Operationen wurden sogar so weit vorbereitet, dass sie so spät zurückgepfiffen wurden, dass wir nicht mal glaubten, dass unsere Seestreitkräfte durch Funkspruch erreicht werden könnten. Und wir hielten dies für die auf die Spitze getriebene Politik unter Druck setzen in der Form eines Nervenkriegs. Da in der letzten Sekunde alles zurückgemacht wurde, haben wir zweifelsohne geglaubt, dass tatsächlich es sich nur um ein Druckmittel handelte und nicht an effektiven Kriegseintritt geglaubt. Und erst als die Kanonen sprachen, waren wir davon überzeugt, dass nunmehr der Krieg nicht aufzuhalten sei. Ich persönlich glaube auch, if you would shorten your answers as best you can, it would be very convenient. I want to go from Poland to Norway. The first conference of the defendant Raeder with regard to Norway took place on the 10th of October, you have told us. I want you to hear the record of that conference, which is found in Admiral Assmann's headline diary. Dated the 10th of October, 1939,
Radar stresses importance of obtaining Norwegian bases, Trondheim, and that occupation of Belgian coast provides no advantage for U-boat warfare. I suggest to you that the interest of the German Navy in Norway, from the point of view of acquiring submarine bases, was manifesting itself at that time. Is that not so? Darf ich um Einsicht in dieses Protokoll nehmen? Ich kenne es nicht. Show the original. You shall see the original diary. You shall see the original diary if you want to reassure yourself that I'm reading it correctly. In diesem Satz erblicke ich keine kriegerische Absicht. Es lautet ausdrücklich, er weist auf Wert von Gewinnung von norwegischen Stützpunkten. Mit Hilfe von that's all I'm putting to you at the moment. And do you know that on the 3rd of October the defendant Raeder was sending out a questionnaire upon the possibilities of extending the operational base to the north and upon the bases that it would be desirable for German power to acquire. I'm referring to the document C-122, my lord. The document C-122 is in the document book 10A at page 91. If you look at that document, witness, you'll see in the second sentence, it must be ascertained whether it is possible to gain bases in Norway under the combined pressure of Russia and Germany, with the aim of improving fundamentally our strategic and operational position. And then there follow these questions. What places in Norway can be considered as bases? Can bases be gained by military force against Norway's will if it is impossible to carry this out without fighting? What are the possibilities of defense after the occupation? Will the harbors have to be developed completely as bases, or have they possibly already decisive advantages as supply positions? FO U-boats already consider such harbors extremely useful as equipment and supply bases for Atlantic U-boats to call at temporarily. And then finally, what decisive advantages would exist for the conduct of the war at sea in gaining a base in North Denmark, for instance, Skagen? Now, I suggest to you that those documents are the clue to the German invasion of Norway. Do you not agree with that?
Nein, ich kann dies, ich kann in dieser, in den rein operativen Überlegungen keine operativ, also keine aggressiven Absichten entnehmen, wenn ich mir gedanklich klar mache, welche Stützpunkte für die Kriegführung überhaupt in Frage kommen. Ich hatte heute Morgen gesagt, dass meines Wissens Generaladmiral Karls bereits im September an Großadmiral Reda einen entsprechenden Brief geschrieben hatte, wo er seinen sorgenden Gedanken Ausdruck verlieh und seine strategischen Überlegungen im Falle einer alliierten Besetzung Norwegens Ausdruck verlieh. The source of information which the defendant Reda was receiving, you discussed this morning. But one source that you did not give was the Norwegian traitor Quisling. The relations between the defendant Reda and him were very close, were they not? Es haben zwischen Reda und Quisling überhaupt keine Beziehungen bestanden bis zum Dezember des Jahres 39. Reda hat Quisling überhaupt erst an diesem Tage zum ersten Mal in seinem Leben gesehen und nie wieder. But after December, Quisling's agent Hagelin was a very frequent visitor with the defendant Reda, was he not? Ich glaube nicht, dass Hagelin ein einziges Mal vorher, vor dem Besuch von Quisling bei Reda war. Ich müsste mich sehr irren. Ich glaube, er war das erste Mal in Begleitung von Quisling bei Reda. Yes, but thereafter, Reda was in very close touch with the Quisling movement and the Quisling treachery, was he not? Nein, Reda hatte mit der Quisling-Bewegung überhaupt nichts zu tun. Do you know the man Erich Giese, Walter Georg Erich Giese, who was an administrative employee of the adjutancy of the Supreme Commander of the Navy in Berlin? Ich habe den Namen nicht verstanden. The name is Giese, G-I-E-S-E. He was, part of his duties were to receive the visitors of the Supreme Commander. He was an assistant of the Supreme Commander's adjutant. And he was dismissed from his post in April 1942. I've no doubt you recollect the man. Darf ich nochmal um den Namen bitten? Ich habe trotz Buchstabierens nicht... Just hand the statement up to him, would you? Handelt sich um einen Norweger? No, this is a German subject, an employee of the Supreme Command of the Navy. Part of his duties were to receive all the Supreme Commander's visitors, to accept applications for interviews, and draw up the list of callers for the Supreme Commander. Well, now you're looking at an affidavit from this man, document D722, which will be exhibit GB479. Has the witness answered the question yet? Not yet, my lord. Ich habe jetzt den Namen mitbekommen. Dieser Herr, von dem Sie sprechen, saß im Vorzimmer der Adjutantur. Wie weit die Betreffenden zum Großadmiral vorgelassen waren, lag nicht bei dem Amtsrat Giese, sondern das lag bei mir. Und bei mir wurden die Herren erst gefragt,
und zu welchem Anlass sie kamen. Gut. Der Hagelin ist nicht vor Quisling, also nicht vor dem 3. Dezember, also Anfang Dezember 39 bei Reda gewesen. I'm not suggesting that, but what I am suggesting is that after December 39, he was a very, there was a very close link between Reda and the Quisling movement. I just read out to you this extract from the affidavit of this man. I can state, it's on page 3, my lord, of the English text. I can state the following about the preparations. Could you find it? I can state the following about the preparations which led up to the action against Denmark and Norway. An appointment with the Supreme Commander was frequently made for a Mr. Hagelin and another gentleman whose name I cannot recall at present, through a party official of Rosenberg's Foreign Political Bureau. As a rule, they were received immediately. I also received instructions accordingly that in the event of a Mr. Hagelin announcing himself personally, I should always take him to the Supreme Commander at once. I then learnt after a short time that he was a Norwegian agent. The gentleman from the Foreign Political Office, who frequently accompanied him, also conversed with me and trusted me, so that I learnt about the Reda-Rosenberg discussions and about the preparations for the Norway campaign. According to all I heard, I can say that the idea of this undertaking emanated from Reda and met with Hitler's joyous agreement. The whole enterprise was disguised by the pretense of an enterprise against Holland and England. One day, Quisling too was announced at the Supreme Commander's through Hagelin and was received immediately. Another part in all these negotiations was played by Lieutenant Commander Schreiber of the Naval Reserve, who was later naval attaché in Oslo and knew the conditions in Norway very well. He worked with Quisling, with the Quisling party and its agents in Oslo. Es trifft nicht zu, dass der Hagelin bei, vom Großadmiral Reda empfangen wurde. Das kann der Herr Gieser auch gar nicht wissen, denn er saß zwei Zimmer weiter. Wenn er vielleicht geschrieben hätte in seinen Niederschriften, dass er von mir empfangen wurde, dann könnte es eine, in gewisser Hinsicht eine Richtigkeit haben. Tatsache ist die, dass ich seinerzeit nach dem Besuch von Quisling Hagelin gesagt habe, wenn ihn seine Wege weiter nach Berlin führen würden und er hätte noch auf diesem Gebiet marinepolitische Nachrichten, bete ich sie, ihn mir zugänglich zu machen. Are you saying that the defendant Reda never met Hagelin? Er hat ihn, ich habe gesagt, er hat ihn nicht kennengelernt, bevor Quisling im Dezember zu Reda kam. Und er hat ihn später auch nicht mehr empfangen. Diese... But he did in fact receive Hagelin and took him to Hitler on the 14th of December, 39, did he not? Er war in der Begleitung von Quisling. Das trifft zu. You said... Er hat aber keine... besondere Verhandlungen unter vier Augen mit Reda geführt. You spoke this morning as to the conference between Quisling and Reda on the 12th of December 39 and suggested that politics were not discussed at that conference. Mit dem Wort Politik meine ich im nationalsozialistischen gleichgerichteten Fahrwasser, also nationalsozialistische Politik auf norwegischer Seite und nationalsozialistische Politik auf unserer Seite, sondern besprochen worden sind nur marinepolitische Fragen.
Well, I won't go into a discussion of the meaning of politics with you. I'll consider the familiar German definition of politics is war, a continuation of war by other means. But if you look at the document C-64, you will see that political problems were discussed on the 12th of December. You'll see that is a report of Raeder to Hitler. It's found at page 31 of the document book 10A, in which Raeder writes in paragraph 2, as a result of the Russo-Finnish conflict, anti-German feeling in Norway is even stronger than hitherto. England's influence is very great, especially through storting President Hambro, Jew, a friend of Horbelisha, all-powerful in Norway just now. Quisling is convinced that there is an agreement between England and Norway for the possible occupation of Norway, in which case Sweden would also stand against Germany. Then the next danger of Norway's occupation by England is very great, possibly very shortly. From 11th January 1940 onwards, the Norwegian Parliament, and therefore the Norwegian government, is unconstitutional, as Parliament, in defiance of the Constitution, prolonged its term by a year. Politics was very much under discussion at that conference, was it not? You have said that the defendant Raeder was anxious for peace with Norway. Was it for peace with a Norway ruled by the traitor Quisling? Ich darf auf die erste Frage noch erwidern. In dem Protokoll lautet es: Ob die M weist darauf hin, dass man bei solchen Angelegenheiten nie wissen kann, wie viel die betreffenden Personen die eigenen Parteiabsichten fördern wollten und wie weit ihnen die deutschen Interessen am Herzen liegen. Daher Vorsicht geboten. Aus diesem Vermerk dieses Dokumentes, das Sie mir eben vorgelegt haben, erhält sich nach meiner Einsicht das, was ich damit sagen wollte, dass zwischen Raeder und Hitler und Quisling keine, sagen wir mal, Parteigeschäfte oder keine Geschäfte aufgrund gleicher weltanschaulicher Einstellung geschlossen werden sollten. Deswegen, sagte ich, hat Raeder sich nicht mit ihm über Politik unterhalten, sondern über die Tatsachen, dass Quisling zu seiner Einführung als Präambel gewisse Dinge nennt, war selbstverständlich. Er weist aber auf die Vorsicht darauf hin und sagt, was will der Mann? Will er mitmachen in Partei oder will er wirklich über den Dingen stehen? At any rate, the defendant Raeder was preferring the reports of Quisling to the reports of the German ambassador in Oslo, which were entirely different from the reports of the traitor Quisling. That is so, is it not? Ich glaube, dass Raeder die Berichte des deutschen Gesandten in Oslo niemals gesehen hat. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Well, the tribunal has the documents with regard to that matter, and I won't pursue it. I want to ask you next about the relations with the United States of America. When did the German Admiralty first know of Japan's intention to attack the United States? Mit meines Wissens, ich kann nur von der Person Raeder sprechen und meiner Person. Meiner Ansicht erst mit dem Augenblick des Überfalls von Pearl Harbor.
But you had received a communication from your German naval attaché in Tokyo before the attack on Pearl Harbor, indicating that an attack against the United States was pending, had you not? Of Pearl Harbor? Nein. But against the United States forces? Just look at the document D-872, which will be exhibit GB-480. You'll see that those are extracts from the war diary of the German naval attaché in Tokyo. The first entry is dated the 3rd of December, 1941. The naval attaché extended an invitation to several officers of the Japanese Naval Ministry. It transpires from the conversation that the negotiations in Washington must be deemed to have broken down completely, and that quite obviously, speedy military action to the south by the Japanese armed forces is to be counted upon. And then, on the 6th of December, 41, conversation with Commander Shiba. The outcome of the conversation is reported to Berlin in the following signal. Last week, America proposed a non-aggression pact between the United States, Britain, Russia, and Japan. In view of the tripartite pact and the high compensatory demands, Japan rejected this offer. Negotiations have therefore completely broken down. The Japanese armed forces foresaw this development and consented to Kurusu's being sent only to impress the people with the fact that no stone had been left unturned. The Japanese armed forces have already decided 3 weeks ago that war is inevitable, even if the United States at the last minute should make still greater concessions. Corresponding measures are underway. And then, I won't read the whole document, but at the end it says a state of war with Britain and America would certainly be established by Christmas. You became familiar, assuming that that signal reached you before the 8th of December, you became familiar with the plans of the perfidious Japanese attack upon the United States, did you not? Ich verstehe den Sinn nicht ganz, ob ich habe ja gesagt, dass wir in Berlin mit den japanischen Referenten oder Attachés keine Besprechungen gehabt haben. Ich habe behauptet, dass wir von Pearl Harbor erst Kenntnis erhalten haben aus dem Rundfunk. Und ich verstehe nicht den Unterschied, ob nun am 6. Dezember der Attaché in Tokio Vermutungen mitteilt oder aus irgendwelchen Nachrichtenquellen, die wir nicht kontrollieren können, Vermutungen zieht auf einen zukünftigen Konflikt. Der hat ja doch nichts damit zu tun, dass wir in Berlin den Japanern zugeraten hätten, einen Angriffskrieg gegen Amerika zu führen. Just, are you saying that you had no conversations in Berlin with the Japanese attachés? Keine, meines Wissens, keine offiziellen Absprachen von Admiralstab zu Admiralstab, habe ich damit gemeint. Also offizielle operative Sprechungen zwischen der Seekriegleitung und dem japanischen Admiralstab. Well, Irwin Jones, before you part from that document, I think you ought to read paragraph 5. Paragraph 5, my lord, reads, addition naval attaché. No exact details are available as to the zero hour for the commencement of the southern offensive. All the evidence, however, indicates that it may be expected to start within 3 weeks and simultaneously attacks on Siam, the Philippines, and Borneo will be launched.
The ambassador has no knowledge of the transmission of the telegram, but is acquainted with its contents. Now, I want to... With reference to what the witness has just said, I don't know whether I understood him right before, but what I took down, he said, was that the German Admiralty first knew of Japan's intention to attack after Pearl Harbor. Not that it first knew of Pearl Harbor by radio, but the first indication they had of an intention to attack. That is so, my lord. And I'm suggesting to your witness that you knew perfectly well of Japan's intention to attack the United States before the incident of Pearl Harbor. Ich weiß nicht, worauf Sie die Betonung legen, auf Pearl Harbor oder auf die Tatsache, dass wir zwei Tage vor dem Angriff von Pearl Harbor ein Telegramm aus Tokio bekommen haben, dass man mit Streitigkeiten zu rechnen hätte. Ich bin gefragt worden, ob wir von der Tatsache des Angriffs von Pearl Harbor Kenntnis gehabt hätten. Darauf habe ich gesagt, nein. Ich habe gesagt, dass wir in Berlin auch keine Besprechungen gehabt hätten zwischen Seekriegsleitung und japanischem Admiralstab. Hier, was Sie mir hier vorlegen, well, sind... I just want to deal with that. I want to read out to you what your commander-in-chief has said about that, because it isn't what you're saying, you know. On the interrogation of Admiral Rader on the 10th of November, 1945, he was asked... Would negotiations as to the intervention of Japan be accomplished by Foreign Office people alone, or would that be in collaboration with the High Command of the Navy and the OKW? And the defendant Rader's answer was, no, the negotiations were led by the Foreign Office, and on the part of the Japanese, there was this delegate Oshima, who was an officer. He negotiated with the Foreign Office in his capacity as delegate. But apart from that, he was sufficiently an expert to look at this thing from a military standpoint as well. Military authorities had long before that carried on negotiations with the military and naval attaches about the needs and other about the needs that the Japanese needed. This was all talked about and thrashed out with the military and naval attaches. That's a very different version of the facts from the version you've given witness, is it not? Now, there are two more matters which I want you to deal with. I don't know if it would be convenient, my lord, to have a brief adjournment. Hello, sound recording. Take a break, take a break, take a break. Believe me that I read it out correctly. Ah, stresses the importance of obtaining Norwegian bases, Trondheim, and occupation of Belgian coast provides no advantage. Is it not in German? Oh, yes. Here, look at the German original. Original in German. That's the original. Thank you very now, much. Now, what else do you want? And protocol from Rader. What's that? From, at last. That's the protocol in St. November. Oh, this, yes. 10 November. Where is it? There we are. Thank you very much.
Assistant oder so. Das, was er eben vorgelesen hat, da hat er doch was von Bedürfnissen vorgelesen. Ja, ja. Und andere Dinge, welche Japan benötigt, das sind doch also keine, das sind doch keine strategischen Planungen. Das ist ja Kriegsmaterial. Ja. Ja, das können Sie noch mal vorlesen. Frage ich morgen. Ja. Ja, ich gehe gleich noch dahin. Ach, ich dachte, kurz vorher. Nein. Definitely.
May it please the tribunal, with regard to the extract from the interrogation of the defendant Rader, which I read, I want it to be clear that the defendant was then dealing with the relations generally between the German authorities in Berlin and the Japanese representatives. I don't want to have given the court the impression that it was a direct negotiation with regard to intervention against America itself. I don't want to mislead the court in any way with regard to that matter. Did you know of the shooting in December 1942 by a naval unit belonging to the German naval officer in command at Bordeaux of two British Royal Marines who took part in a raid on shipping in the Gironde estuary? Ich habe davon später Kenntnis bekommen. Nach der... Did you see the entry with regard to that shooting in the SKL Wardare? Nein, ich habe hier in Nürnberg durch den Verteidiger eine Eintragung gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das das Kriegstagebuch der Seekriegsleitung ist. It has been suggested by both the counsel for the defendant Dönitz and the counsel for the defendant Rader that the entry D658, which contains the sentence, the measure would be in accordance with the Führer's special order, but is nevertheless something new in international law since the soldiers were in uniform, it has been suggested that entry was not from the SKL Wardare. Now, you are familiar with the initial of the defendant Rader, are you not? I want you now to look at the original of D658 so that it may be established beyond a peradventure that this matter was entered in the SKL Wardare. That is the Wardare of the SKL, is it not? Ja, ich erkenne es als solches an. And the SKL was perfectly familiar with that dreadful murder of the men of Bordeaux, wasn't it? Aus dem Kriegstagebuch entnehme ich genauso, wie es mein Eindruck ist, dass sie hinterher am 9.12. von der Tatsache der Erschießung der Angehörigen Kenntnis bekommen haben. Yes. And the laconic comment is that it was... Und zwar durch den Wehrmachtsbericht. Verzeihung, durch den Wehrmachtsbericht. Es lautet hier wörtlich, nach Wehrmachtsbericht sind die beiden Soldaten inzwischen erschossen worden. Das steht hier in dem Tagebuch der Seekriegsleitung. Das erkenne ich an. And the humane comment to the SKL is that it is something new in international law since the soldiers were in uniform. There's one final matter which I wish to ask you about. Is it your contention that the German Navy fought a clean war at sea? Ich behaupte, dass die deutsche Kriegsmarine einen sehr sauberen Krieg geführt hat. Und dieses hat ja auch nichts mit zu tun mit dieser Tatsache, dass in dem Tagebuch der Seekriegsleitung steht, dass sie aus dem Wehrmachtsbericht entnommen hat, dass zwei Soldaten erschossen würden, dass dieses zwar dem besonderen Befehl, der angeführt ist, entsprechen würde, den der Führer gegeben hat, aber wie die Seekriegsleitung hinzufügt, ein Novum in der Kriegsgeschichte sei. I'm turning to another matter, but you say generally that... Ja, darf ich nur abschließend sagen, dass dieses Postfestum festgestellt ist und die Marine, in diesem Falle Rader, ja auf diese Dinge keinen Einfluss hatten. Wenn Sie mich fragen, ob ich diesen Befehl billigen würde oder sowas Ähnliches, würde ich Ihnen meine persönliche Ansicht geben oder die Dinge, die Rader und ich besprochen haben.
But you know, Raeder was commander-in-chief of the German Navy. Who had influence in Germany if the commanders-in-chief didn't have influence? Here was a matter directly reflecting upon the honor of German armed forces. And in spite of that deliberate denial of the protection of the Geneva Convention for those British Marines, he continued in office after they were deliberately murdered. Das ist eine Entstellung. Ich darf dazu wie folgt Stellung nehmen. Tatsache ist die, dass in diesem Kriege zum ersten Mal mit einer Form von Sabotage, sei es im Hinterland durch die Luft gelandet oder sonst wie hinter die Front gebracht wurde, gearbeitet wurde. Just a moment. These were Marines in uniform. Your own report in the SKL War Diary says so. Ich muss ja was zu dem Befehl sagen, der vorher gegeben ist. Die Präambel des Befehls lautete, da aus Kenntnis heraus, aus Beutebefehlen, den alliierten Soldaten oder den, ich weiß es nicht mehr genau, den Wortlaut, es im Befehl nahegelegt ist, sich bei Ausführung ihrer Arbeit bei diesen sogenannten Kommandoräts, sich nicht mit deutschen Gefangenen abzugeben, müssten und sie sich da nicht mit belasten sollten, sondern sich vorher erschießen sollten, müssten folgende Weisungen gegeben werden. Ich habe damals mit Raeder über diesen Fall selbstverständlich auch gesprochen. Und ich kann nur sagen, die Ansicht, die ich persönlich vertreten habe, ich habe diese Präambel deswegen für glaubwürdig empfunden, weil ich der Ansicht bin, dass wenn ich schon mal zu diesem Mittel, der sagen wir, der Sabotage im Hintergelände der Truppe greife, ich mich selbstverständlich nicht mit Gefangenen belasten kann, weil dann das Moment der Überraschung, in diesem Falle bei uns, ausgeschlossen wäre. Wenn also ein Trupp von 3 bis 5 Mann ein sogenanntes Kommandounternehmen unternimmt, um hinter der Front der Truppe Zerstörung anzurichten, können sie sich praktisch auch nicht mit deutschen Gefangenen belasten, ohne in Gefahr zu laufen, vorzeitig selbst erschossen zu werden oder erkannt zu werden. Infolgedessen habe ich diese Präambel für glaubwürdig gehalten und habe diese meine Stellungnahme auch seinerzeit zum Ausdruck gebracht. And you think that shooting of those two Royal Marines is therefore perfectly justified. That's your position on this matter, is it? Just say yes or no to that, because I won't argue with you about it. Ich habe das in keinster Weise behauptet, sondern ich habe gesagt, hier ist festgestellt eine Tatsache, von deren Kenntnis wir erst erfahren haben durch den Wehrmachtsbericht. Und dass Raeder und das Oberkommando hierzu nicht gehört worden sind. Das habe ich festgestellt. Now the final matter I want to ask you about, you have indicated that in your opinion Germany fought a clean war at sea. I want you to look at the new document D873 GB, which will be GB481, which is the logbook of the U-boat U-71. Under the dateline, the 21st of June 1941, when the defendant Raeder was commander-in-chief of the German Navy. You'll see the entry reads, sighted lifeboat of the Norwegian motor tanker John P. Pedersen, drifting under sail. Three survivors were lying exhausted under a tarpaulin and only appeared when the U-boat was moving away again. They stated that their ship had been torpedoed 28 days before. I turned down their request to be taken aboard, provisioned the boat with food and water, and gave them the course and distance to the Icelandic coast. Boat and crew were in a state that, in view of the prevailing weather, offered hardly any prospects of rescue.
Is that your conception of a clean war at sea? Ich stelle fest, dass der Kommandant, was er tun konnte bei dieser Wetterlage, die er ja selber schildert, dass bei der herrschenden Unwetter eine Rettungsaussicht nicht bestand, ihm Proviant rübergeworfen hat durch einen Depeschenbeutel und ihm Kurs auf die Küste gegeben hat. Ich wüsste nicht, was dabei unmenschlich ist. Wenn er weggefahren wäre, ohne Proviant und ohne ihm einen Anhalt zu geben, könnten Sie vielleicht diesen Vorwurf konstruieren. But he could have taken them aboard, you know. These were three men who had been torpedoed. Nein, ich glaube, das können Sie nicht beurteilen. Das kann nur der Kommandant selbst beurteilen, der das Boot fährt. Ich müsste mir das Wetter ansehen. Denn hier steht mittelhohe Dünung. You see, he must have, the U-boat commander must have spoken to these people and physically it must have been possible to take them aboard. But he left them to their fate, you know. Knowing quite well he was leaving them to die. Nein, in keinster Weise. Dann hätte er ihn ja keinen Proviant geben brauchen und dann braucht er ihn ja nicht noch einen Kurs angeben auf die Küste. Woraus entnehmen Sie denn, dass sie sterben mussten? The last sentence is a clear indication that the U-boat captain knew he was leaving them to die. I'm suggesting to you that he could have taken them aboard and should have done so had he had the elements of humanity in him. Nein, ich kenne den Zustand des Bootes nicht und weiß nicht, ob das Boot in der Lage gewesen ist, zusätzlich noch hier Gefangene an Bord zu nehmen. Ich glaube, Sie haben die Verhältnisse auf einem U-Boot noch nicht gesehen, sonst würden Sie das nicht so beurteilen können. Eine Besatzung eines U-Bootes, was wochenlang unter Wasser ist, wo jeder Raum bis aufs Letzte ausgenutzt ist und Tag und Nacht größten Gefahren ausgesetzt ist, da kann man nicht ohne weiteres sagen, dass das eine Menschlichkeit wäre, diese Männer noch zu übernehmen. Im Übrigen sagt er ja selber, dass kaum eine Rettungsaussicht bestand aufgrund der herrschenden Wetterlage. I have no further questions. Admiral, ich habe zu ein paar Punkten, die Mr. Elvin Jones gefragt hat, meinerseits Rückfragen. Es ist Ihnen vorgehalten worden, aus dem Dokument von Assmann vom 10. Oktober 1939 eine Eintragung unter 10. Oktober mit dem Hinweis, dass sich hieraus ergeben soll, dass Reeder Norwegen nur besetzen wollte, um norwegische Stützpunkte zu haben. Ich lese Ihnen die volle Eintragung vor und bitte Sie dann zu der gesamten Eintragung um Stellung. 10. Oktober 1939. Führer stimmt zu, dass vom vollen Einsatz der beiden zurzeit noch einzigen Schlachtschiffe vorläufig abzusehen sei. Russland hat Stützpunkte bei Murmansk angeboten. Frage Belagerung England. Führer und OBDM stimmen überein, dass alle Einsprüche neutraler zurückgewiesen werden müssen, auch bei Gefahr Kriegseintritt USA.
der bei Fortdauer des Krieges sicher erscheint. Je brutaler der Krieg geführt werde, in Anführungsstrichen, desto früher die Wirkung, desto kürzer der Krieg. Kapazität für großes U-Bau-Programm. Führer lehnt Antrag, bei Russland U-Boote zu bauen oder zu kaufen, aus politischen Gründen ab. Ob DM erklärt, Eroberung belgisch-belgischer Küste bringt keinen Vorteil für Ukrich, weist hin auf Wert, Gewinnung von norwegischen Stützpunkten Trondheim mit Hilfe russischen Druckes. Führer will Frage erwägen. Herr Admiral, ist dies nach dem Gesamtinhalt eine vollständige Klärung des norwegischen Problems? Nein, niemals. Sehe ich richtig, dass hier zahllose Fragen behandelt sind und daher nur eine strategische Frage auch hinsichtlich Norwegen? If your lordship pleases, the translation came through as no advantage of occupation of Norwegian bases. And the translation which is in the document is Reda stresses importance of obtaining Norwegian bases. Perhaps if there might be a careful, I'm not saying this in any critical sense, a very careful translation of the entry might be important. Did you give that an exhibit number? No, my lord. That's the entry from Assmann's headline diary. Yes, I know it is, but what exhibit number? I'll have an extract made and an exhibit number given this evening, lord. It'll be GB482, won't it? Yes, my lord, that's GB482. Herr Präsident, es ist dasselbe Datum und bitte um Verzeihung, wenn es nicht übereinstimmt, aber ich hatte diese Unterlage, aus der ich vorlas, durch die Liebenswürdigkeit von Mr. Elvin Jones. You'd better go into the question of translation and get that settled. Jedenfalls, Herr Admiral, sind beide Eintragungen vom 10. Oktober, also von derselben Besprechung. Sehe ich richtig, dass es sich folglich um zahlreiche strategische Fragen handelte, sodass man bei keiner von diesen strategischen Fragen sagen kann, diese Frage ist vollständig und endgültig behandelt. Nein, ich glaube, dieser Fragenkomplex hat mit der umfangreichen Besprechung über Besetzung Norwegens zwischen Reda und Hitler nichts miteinander zu tun. Es wurden berührt die Frage Norwegen-Besetzung für sich und im Anschluss einige Punkte, die sich Reda meistens im Notizbuch oder schriftlich mitnahm. Unabhängig von dieser Frage, ob mal eine Besetzung Norwegens notwendig sei oder nicht, ist angeschnitten worden, in diesem Falle durch Zufall am selben Tage, die Möglichkeit der Erwerbung von Stützpunkten außerhalb des deutschen Gebietes. Und daher wurde gesprochen von Murmansk, das Russland anbot. Von oben, vom Russland, von Russland, von Russland runter bis nach Belgien. Von der gesamten Küste, wo sich Möglichkeiten für unsere U-Boot-Kriegführung abzeichneten. Wenn im Kriegstagebuch bei einer Besprechung zwischen Reda und Hitler ein Satz in Anführungsstrichen verzeichnet ist, sind es dann Worte, die Hitler gebraucht hat, die nun von ihm zitiert werden. Ist das zu vermuten? Wenn es lautet, if your lordship pleases, the translation has now been checked and the original
reading of Radar Stress's importance of obtaining Norwegian bases appears to be a perfectly correct translation.